MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, ich glaube, hier ist eine gute Position. Der dürfte darunter Grip bekommen und abheben. Super. Wir müssen ja irgendwie mit dem Traktor wieder darunter kommen, dass wir alle Parts installieren können. So sieht es ja schon mal nicht schlecht aus. Wir brauchen aber nochmal vorne ein bisschen Luft. So, nehmen wir das mit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Damit heben wir das Auto hier hoch. Einmal komplett. Oh. Kurzen Moment. Wir müssen ja auf der anderen Seite hoch. Von daher war das hier Quatsch. Ist ja nicht so schlimm. Mitnehmen, auf die andere Seite flitzen und hoppala. Ist gefährlich. Diese Bugs, das ist das Gefährliche. Ich krieg das zum Beispiel jetzt nicht raus und jetzt ist es ganz gefährlich, dass er alles kaputt macht. Deshalb muss man sich hier... Das ist so... Sorry, dass ich das sage, aber schlecht gemacht. Super. So ist es richtig. Wie gesagt, ich bin relativ froh damit. Also froh darüber, eher gesagt. Dass das Auto so gut aussieht, ne? Also es sieht ja wirklich schon fantastisch aus. Aber es geht halt Schritt und Schritt immer mit und mit kaputt. Dadurch, dass wir es berühren. Es kommen so Dellen rein ohne Ende, da es klackert schon wieder, obwohl wir es gar nicht berührt haben. Das sind immer so Sachen, die mich an Spielen stören, ne? Aber ansonsten habe ich hier gar nichts auszusetzen, das ist der Hammer. Und das kommt so selten vor, dass ich nichts auszusetzen habe. So, das ist übrigens die Abstellkammer, da despawnt alles. Alles, was wir da reinschmeißen, ist dann irgendwann weg. Ah, Mann. Mich kotzt das wirklich an, dass ich alles verloren habe, so gesehen. So, wir warten kurz. Hat natürlich nur Vorteile, drauf zu pinkeln. Nein, es ist eigentlich ekelhaft. Aber hey, wen interessiert's? So, wir sind nicht mehr allzu dreckig. Da fühlt man sich schon mal ein Stück wohler. So, einen Schluck trinken. Gleichzeitig pinkeln nicht vergessen. So. So, ich tröpfe nochmal ganz kurz durch die Wohnung. Das ist aber auch nicht so tragisch. So, wir flitzen mal ganz kurz zum Traktor von uns. Steht jetzt da hinten. Ah, Mann. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich im Livestream geärgert habe, dass das Spiel abgestürzt... Also nicht, dass das Spiel abgestürzt ist. Und zwar, ich kann es euch ganz kurz erklären, wenn ihr keinen Bock habt, das Livestream-Video zu sehen. Übrigens, das Livestream-Video, warum wir jetzt gerade wieder alles neu anfangen müssen, habe ich in der letzten Folge gepostet. Unten in die Beschreibung reingetippert, so gesehen. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufträge, die man machen kann. Unter anderem Holz hacken und so. So. Mittlerweile habe ich auch raus, wie man am besten in die Fahrzeuge reinkommt, wo alles ist, Gänge und so weiter. Also, so mit und mit. Bekommen wir das geregelt, dass wir...
vernünftig fahren können, unter anderem. So. Fronthydraulik ganz runter. Kurz ein Stück anheben. Noch ein Stück anheben. Und feststellen, er hängt fest. Ah, ich sehe es auch schon, warum. So, das Ding können wir runter machen. Und das andere Ding muss auch noch raus. Wo ist er? Ja, Mann. Da hing nämlich alles dran fest. Dafür konnten wir ihn nicht richtig vernünftig anheben und unser Traktor ist im Boden versunken. Ist nicht schlimm. Kriegen wir hin. So. So. Achso, das Licht muss ausgemacht werden, sonst sehen wir nur die Hälfte. Ja, darunter kann man arbeiten. Das ist jetzt nicht Luxusraum oder so. Aber darunter kann man arbeiten. Das ist vollkommen okay. So, wir gehen uns einmal hinlegen, damit wieder taghell ist. Damit wir auch wieder alles sehen, weil so ist Kacke. Definitiv, steht ja fest. So. Sehr schön. Ja, so kann man arbeiten. So ist es hell genug. Perfekt. Jetzt heißt es erstmal, das Fahrzeug Stück für Stück zusammenfrickeln. Heißt auch wieder sehr viel Arbeit, aber dafür haben wir es jetzt dann aber auch vernünftig, Leute. Also vorher war es ja wirklich so just for fun zusammengebaut. Jetzt habe ich auch mich ein bisschen eingelesen, so gesehen, und auch nachgelesen und. Also viel Arbeit reingesteckt, damit wir ein vernünftiges Fahrzeug bekommen. Nur das kotzt mich immer noch an, die Schraubschlüsselsuche, ne, Leute? Das ist echt nicht lustig. Ich fange jetzt oben an. Okay. Endlich. So. Ich hoffe mal, dass das hält hier alles. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber ich denke mal, dass das halten wird, ja. Kurz einen Moment. Achso, es war von den Türen die Schrauben, okay. Ich habe auch die Batterie schon eingebaut, also Strom hat die Karre. Ganz lustig, warum auch immer. Und vor allen Dingen, woher auch immer, aber das sei mal dahingestellt. Und ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ich suche jetzt gerade mal ganz kurz hier den passenden Schraubenschlüssel für die Zylinder anzuschrauben. Das sind einmal Bremszylinder und
Zylinder für. Ne, Hauptbremszylinder war das einmal und das andere war, weiß ich gar nicht mehr. Was waren das nochmal? Ja, man kann es nicht wirklich anvisieren, leider. Mal gerade durchblättern hier, welche Schraube das hier sein könnte, dass wir das auch schon mal anbringen können. Und, ah, das war sie. Wunderbar. Dass das schon mal verbunden ist. Kupplung und Bremse. Achso, ist Kupplungszylinder, Bremszylinder. So war das, genau. Das Gas muss nur angeschlossen werden. Das kommt, glaube ich, daneben. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo die Pumpe hinkommt. Ist aber auch erstmal komplett uninteressant. So, dann bauen wir einmal das gute Stück ein. Ernsthaft? Soll ich jetzt verarschen? Okay, geht nicht. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Googeln wollte ich gerade sagen. Ah, der Motor muss befestigt werden. Okay, gut. Jetzt muss der Motor dran. Was ja auch erstmal nicht so tragisch ist. Was aber hoffentlich funktioniert, weil wir ja hier den kleinen Bug haben. Aber ich denke mal, kriegen wir hin. Vorsichtig runterlassen. So. Nein, nein, nein. Okay, gut. Ist gut gegangen. Alles in Ordnung. Alles ist okay. Nur kurz das Ding hier nehmen. So. Und vorsichtig aufbocken. Geräusch, das kotzt mich so an, Leute. Es hört wirklich jedes Mal so an, als ob das ganze Auto auseinanderfällt. So, mal kurz in den Driver-Mode. Achso, ja. Die Handbremse muss man lösen. So, jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt müssten wir ihn richtig haben. Ja, so halbwegs richtig, glaube ich. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn draufgeschoben, ne? Ja, so, lala. Naja, egal. So, der Motor, wo ist er? Da haben wir ihn. Schwebend neben uns. So. Mal runterlassen hier gemütlich. Der muss ja tatsächlich bis unten zum Boden. Vielleicht kommen wir mal ausnahmsweise nirgendwo dran. Bis jetzt sieht es relativ gut aus. Noch ein Stück nach vorne vielleicht. So, jetzt mal kurz gucken. Ja, der Gute muss da hinten ja dran gemacht werden. Jetzt muss ich gucken, welche Schrauben das waren. Das ist natürlich jetzt auch lustig.
Vielleicht sollte ich den Werkzeugkasten irgendwie mitnehmen, dass das auch nicht so ein enormes Rumgehüpfe gibt hier. Da, komm schon. So, sehr gut. Jetzt steht der Werkzeugkasten gut. So muss er eigentlich immer stehen am besten. Natürlich eine Sucherei mit der Schraube hier. Die nicht passt, dann passt vielleicht der hier. Nicht wirklich, ne? Irgendwie will er noch nicht so ganz. So, gucken wir mal. So, gehen wir runter da. Wow, warum, was ist denn jetzt passiert? Hallo, was ist passiert? Jetzt ernsthaft, ist der abgegangen oder was? Wie haben sich die Schrauben denn bitte gelöst? Wie realistisch. Naja. Kommen wir da jetzt irgendwie dran? Nö, ne? Warum auch? Okay, die Schraube ist sichtbar. Bedeutet, man kann ihn anschrauben. Wenn man den passenden Schlüssel hat. Super. Puh. Hier war aber noch irgendwo zwei Schrauben, glaube ich. Genau, hier eine. So, und hier ist noch eine. Wunderbar. Hochzeit ist geglückt. So. Glücklich verheiratet. So, nochmal ganz kurz rein. So, und hoffentlich geht die Karre jetzt nach oben. Ja, sehr gut. Und einmal nach ganz oben, bitte. Dankeschön. Karre aus. Niemals vergessen, den Motor auszumachen, Leute, sonst habt ihr irgendwann kein Benzin mehr drin. Nur so als reiner Tipp von mir, ne? Ah, ist das schön. Und dann waren wir so schön weit. Wir waren so schön weit, Leute. Ich sage es euch. Das Auto lief. Alles im Livestream. Es lief wirklich alles. Und dann so ein kleiner Fauxpas, der hier alles gefährdet hat. Alles. Unfassbar. Aber es sieht gut aus. Vor allen Dingen ist die Karosserie nicht so zerdellt wie beim letzten Mal. Also eigentlich fast gar nicht, würde ich schon behaupten. Ja doch, ist ganz gut in Schuss. Ich denke, jetzt können wir das gute Stück hier anbringen. Nein, immer noch nicht. Okay, komm raus. Achso, ist schon rausgefallen. Ja, dann. So. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Im nächsten Part sollten wir es hinbekommen, dass der Wagen wieder anspringt. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut!